Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, auch von mir einen schönen guten Morgen. Liebe Susanne, herzlich willkommen in Brandenburg. Lieber Helmut Scholz, schön, dass du auch da bist. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe überlegt, wie fängst du denn an? Unter welchem Motto stellst du deine Rede? Ich habe überlegt, nimmst du den Frühling oder nimmst du was aus der maritimen Seefahrt? Ich habe mich, weil wir schon mal hier einen Parteitag hier in Potsdam hatten, genau in diesem Raum, entschieden, doch mich mit der maritimen Seefahrt ein bisschen näher zu beschäftigen. Und da ist ja der Parteitag hier geprägt gewesen von einem Wortgefecht des Innenministers in Seemannsbildern. Vielleicht erinnert er euch, da hat er mich ja auch als sogenannten Leichtmatrosen bezeichnet. Es ging da um die Verwaltungsstrukturreform. Auch das wird nachher sicherlich in meinem Redebeitrag noch eine Rolle spielen. Ich hatte meinem Kollegen damals geantwortet, wer nicht begreift, dass man bei wenig Wasser unterm Kiel Sandbänken und Klippen ausweichen sollte, der taugt nichts für die schwere See. Dieses Zitat, meine Damen und Herren, liebe Genossen und Genossen, sollte sich bewahrheiten. Vielleicht ist es deshalb ganz gut, dass also das heutige Motto meiner Rede lautet, und das stelle ich unter einem Seemannsmotto: Wenn der Wind der Veränderung weht, suchen manche im Hafen Schutz, während andere die Segel setzen. Und liebe Genossen und Genossen, ich bin mir sicher, wir gehören als Linke nicht zu denen, die den sicheren Häfen suchen, sondern, wenn es da mal eng wird, auch in der Lage sind, Segel zu setzen. Und das haben wir 1990 gezeigt, das haben wir 2004 bewiesen und das haben wir auch wahrgemacht, als wir 2009 als Regierungspartei hier in Brandenburg Verantwortung genommen haben. Liebe Genossen und Genossen, unser Schiff hat eine lange Reise hinter sich. Wir sind allein 2014 mit einem klaren Kompass, mit 11 Vorhaben für ein soziales Brandenburg in die Landtagswahl gestartet. Und ich habe mir anlässlich der Halbzeit der zweiten Legislatur mal den Flyer unserer Wahlaussagen noch einmal hervorgeholt. Und der Vergleich, liebe Genossinnen und Genossen, der Vergleich zwischen dem, was wir damals versprochen haben und dem, was wir jetzt schon erreicht haben, der kann sich wirklich sehen lassen. Wir hatten zum Beispiel versprochen, den Betreuungsschlüssel in den Kitas zu verbessern. Das haben wir gemacht und wir werden 2017 und 2018 weitere Verbesserungen vornehmen. Wir hatten weiterhin versprochen, neben den 3.600 aus Altersgründen ausscheidenden Lehrkräften 700 zusätzliche Lehrkräfte einzustellen. Jetzt nach der Hälfte der Legislatur sind wir bei 1.000 zusätzlichen Neueinstellungen und weitere 1.000 werden mit dem Haushalt 17, 18 noch folgen. Auch der Einstieg in das längere gemeinsame Lernen hatten wir im Wahlkampf versprochen und wir haben es geschafft und wir haben Wort gehalten. Die Gemeinschaftsschule steht im Schulgesetz. Wir haben die Lohnuntergrenze bei allen öffentlichen Aufträgen noch einmal angehoben und sie liegt jetzt bei 9 Euro. Über dem bundesweiten Mindestlohn. Und wir haben versprochen, alle Krankenhausstandorte zu erhalten und haben 400 Millionen Euro für Investitionen in den Krankenhäuser bereitgestellt. Auch die Punkte, mehr Geld für die Musik- und Kunstschulen, wir haben den Ansatz verdoppelt, oder die Erhöhung der Sportförderung sind abgearbeitet. Das kommunale Investitionsprogramm ist Realität geworden und zum Stichwort bezahlbaren Wohnraum gibt es vieles Neue. Meine Damen und Herren, liebe Genossen, all das sind Vorhaben, die wir in diesem Wahlflyer, der liegt da draußen noch vor, auch nochmal nachlesen können. Wir haben natürlich auch Dinge geschafft, die wir vor 14 überhaupt noch nicht im November auf dem Schirm hatten, als wir uns auf diesem Weg in diese Koalition begeben haben. Denken wir nur an die gesellschaftliche und finanzielle Kraftanstrengung für die Menschen, die zu uns gekommen sind, die Tausende, die zu uns gekommen sind. Und solche Bilder wie in Bautzen oder Tröglitz oder die katastrophalen Zustände wie im Berliner Lagese, wo man sagen kann, es war fast ein Staatsversagen. Das hat es in Brandenburg nicht gegeben und dafür haben wir auch mitgesorgt. Oder, liebe Genossen, denken wir an die Dinge, die mit den Sozialdemokraten im Herbst 2014 überhaupt nicht umsetzbar waren. Zum Beispiel, und da hat wirklich Gerrit permanent diese Sache gefordert, die zusätzlichen Freistellungen für Leiterinnen in den Kitas. Eine langjährige Forderung von uns, die ist jetzt Realität. Oder den Tierschutzbeauftragten, gepaart
natürlich auch mit mehr Tierwohl wird Realität. Und ich glaube, Stefan wird in Kürze den ersten Tierschutzbeauftragten des Landes in seinem Haus begrüßen können. Danke dir auch nochmal für diese Initiativen. Liebe Genossen, wir haben nach 2,5 Jahren harter Arbeit als Regierungspartei eine ganze Menge auf der Habenseite. Und ich sage auch, für die Punkte sind wir in die Regierung gegangen. Die Verwaltungsstrukturreform, über die so viel geredet und diskutiert und gelesen wird, war nur eine Facette von dem. Wichtig sind für mich diese anderen Fragen, auf die ich schon eingegangen bin. Aber ich komme nochmal zurück. Liebe Genossinnen und Genossen, und deshalb, wer das erreichte, bin ich auch als Parteivorsitzender stolz auf euch, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Und nicht nur in den letzten 4 Jahren, in den letzten 8 Jahren als Regierungspartei waren das auch für Brandenburg nicht so schlechte Jahre. Und in dem Zusammenhang, wir haben ja heute Abend noch eine Landtagswahl im Saarland. Da hat sich ja die Brandenburgerin Angela Merkel ja kurz vorher noch mal gemeldet und hat im Zusammenhang mit rot-roten Experimenten, die möglich sind, gesagt, in diesen Ländern, wo die Roten regieren, ist alles den Bach runtergegangen. Und liebe Frau Merkel, vielleicht sollten Sie doch öfter nicht nur über Brandenburg hineinschweben, sondern sich wirklich ein Bild machen. Unsere Bilanz spricht eine andere Sprache. Und weil das so ist, möchte ich Danke sagen. Danke sagen meinen Ministerkolleginnen und Kollegen, den Staatssekretären, den Büroleitern, den Pressesprechern, persönlichen Referenten. Danke an die Abgeordneten der Landtagsfraktion, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Wahlkreismitarbeitern. Danke dem Landesvorstand, der Landesgeschäftsstelle und natürlich den vielen, vielen Mitstreitern, die im Ehrenamt für diese Partei wirken. Erfolgreiche Politik ist nur das Zusammenspiel vieler. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier auf ein Team setzen konnte. Liebe Genossinnen und Genossen, natürlich haben wir noch einige Punkte aus unserem Wahlprogramm offen. Stichwort Abschaffung der Rückmeldegebühren für Studierende ist da ein Punkt. Da hat das Verfassungsgericht nun endlich das von uns ersehnte Urteil gefasst. Und in diesem Sinne heißt es jetzt für uns, Kurs nehmen, um diese verdeckten Studiengebühren zu kippen, denn Bildung muss unabhängig vom Geldbeutel der Eltern sein. Aktuell bleibt es auch bei unserer Forderung nach einem sozial-ökologischen nachhaltigen Agrarbild. Da haben wir zwar mit der Unterstützung der Volksinitiative gegen Massentierhaltung einen kleinen Stein ins Rollen gebracht, aber ihr wisst, die Sozialdemokraten, die tun sich sehr schwer bei diesem Thema. Und deshalb ist es gut, dass wir weiter dranbleiben und heute das Papier mit dem Titel Wege übers Land zur Entwicklung der ländlichen Räume in Brandenburg sehr intensiv diskutieren und das auf einem nächsten Parteitag beschließen wollen. Das ist, liebe Genossen und Genossen, das ist unser Plan von einem Brandenburg der Regionen. Liebe Genossen und Genossen, unser Schiff ist noch lange nicht am Ziel. Brandenburg zählt zwar heute zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen Deutschlands, die Arbeitslosenzahlen gehen zurück, die Umwelt hat sich erholt, die Lebensqualität für viele Brandenburgerinnen und Brandenburger hat sich deutlich erhöht. Aber ein soziales Brandenburg, liebe Genossen, ist längst nicht Realität für jeden und jede in diesem Land. Und deshalb geht unsere Reise weiter und sie hat ein Ziel, für das es sich auch in der zweiten Hälfte dieser Legislatur streiten lohnt. Wir wollen, dass alle Kinder in diesem Land die gleichen Chancen von Anfang an haben. Und deshalb, liebe Genossen, wollen wir die Kita-Betreuung besser machen und wir wollen sie auch erschwinglicher machen. Dabei geht es erstens um mehr Personal in den Kitas und zweitens um eine finanzielle Entlastung der Eltern. Auch wenn der Chef des Gemeindebundes, also der Geschäftsführer der Städte- und Gemeindebundes sagt, die Elternbeitragsfreiheit, es gibt Wichtigeres als dieses Problem. Und im Übrigen ist der Elternbeitrag für einen Betreuungsplatz in Brandenburg überhaupt nicht so hoch. Ja, dann soll er doch mal den Eltern zum Beispiel in Zehdenick erklären, dass in Zehdenick eine Familie mit 3 Kindern mit einem Familieneinkommen von gerade einmal 4.500 Euro, 1.577 Euro für die Kita-Betreuung zu zahlen hat. Das heißt,
35% des Einkommens gehen für die Betreuung der drei Kinder drauf. Wer sagt, dass diese Beiträge da nicht so hoch sind? Na hallo. Und ich sage, das ist nicht familienfreundlich, Herr Böttcher. Und total verquert wird es, wenn man dann vergleicht, was ein Kita-Platz so in Potsdam kostet. Da zahlt man mit einem Jahresnettoeinkommen, Höchstgrenze, von 150.000 nur 584 Euro Kita-Beitrag für ein Land, während man im Mühlenbecker Land schon bei einem Familiennettoeinkommen, Höchstgrenze 54.000 Euro, 670 Euro zu berappen hat. Man verdient zwar nur ein Drittel, muss aber mehr Kita-Gebühren zahlen. Lieber Herr Böttcher, liebe Genossen, diese gravierenden Unterschiede sind weder erklärbar, noch sind sie gerecht. Und deshalb müssen wir daran. Apropos Geldbeutel. Kita ist Bildung und Bildung darf keine Frage des Geldbeutels der Eltern sein. Und deshalb wollen wir, dass jedes Kind, und so ist es auch Beschlusslage in unserem Bundeswahlprogramm, und zwar nicht nur das Neue, wenn es dann beschlossen wird, sondern wir haben diese Forderung seit 25 Jahren immer wieder propagiert, dass jedes Kind eine Kita besuchen kann und das kostenfrei. Und ich weiß natürlich auch, jeder hier, dass das nicht von heute auf morgen funktionieren wird, das ist klar. Aber wenn wir jetzt nicht endlich damit anfangen, erste Schritte zu gehen, dann verschieben wir diese Entscheidung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und ich sage, die Kinder, die jetzt da sind und deren Eltern können zum Beispiel nicht warten, bis es die Sozialdemokraten nun endlich verabredet haben mit ihrer Kommission und irgendetwas gebären. So lange, liebe Leute, haben wir nicht mehr Zeit und deshalb wollen wir Farbe bekennen. Farbe bekennen für ein soziales Brandenburg und deshalb begrüße ich auch als Landesvorsitzender den Initiativantrag auf diesem Parteitag, die Elternbeitragsfreiheit für das erste Kita-Jahr ab August 2018 in diesem Land Brandenburg einzuführen. Und ich werde als Finanzminister alles dafür tun, dass das auch finanziert wird. Liebe Genossen, Genossen, zu einem sozialen Brandenburg gehört natürlich noch viel mehr. Und das ist nicht nur, weil das Thema soziale Gerechtigkeit ja so plötzlich in aller Munde ist. Ich finde, wer über soziale Gerechtigkeit redet, der muss natürlich auch über Armut reden. Und da bin ich froh, dass wir ja auch der Initiative von Dianas Haus, dem Sozialministerium und natürlich auch der Fraktion schon einiges erreicht haben. In keinem Bundesland ist der Anteil der Menschen in Armut in den vergangenen Jahren stärker zurückgegangen als in Brandenburg. Aber es ist kein Grund zum Ausruhen, denn die Zahlen sind noch viel zu hoch. Viel zu hoch und es bleibt ein besorgniserregendes Thema auch in Brandenburg. Und nachdem nun der Martin Schulz sich von der Agenda 2010 so medienträchtig so ein bisschen distanziert hat, da gab es ja auch bei der Brandenburger SPD neue Töne zu diesem Thema. Klar, das freut uns. Wir werden uns natürlich auch die Worte des Koalitionspartners genau anschauen und die noch beim Wort nehmen. Aber kleine Veränderungen, liebe Genossinnen und Genossen, werden da nicht reichen. Die Agenda 2010 braucht keine kosmetischen Korrekturen. Die Agenda 2010 an sich war ein Fehler, sehr geehrter Herr Schulz. Und liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ich bin mir sicher, dass die Menschen da draußen von einem Martin Schulz recht schnell wissen wollen, ob der Hartz-IV-Kinderregelsatz, ob er den für sozial gerecht hält. Gerade mal 116,91 Euro stehen einem 10-jährigen Kind im Hartz-IV-Regelsatz im Monat für Lebensmittel zur Verfügung. 40,35 Euro für Bekleidung und Schuhe. Liebe Genossinnen und Genossen, reicht das zum Leben? Ist das sozial? Wir wissen die Antwort. Und noch ein Wort zu Herrn Schulz sei mir gestattet. Der segelt ja gerade natürlich auf der Welle Sympathie und ich gönne das auch, wirklich gönne das auch den Sozialdemokraten, die ja sich regelrecht befreit fühlen, obwohl sie ja noch nach wie vor in dieser Regierung sind. Und es gibt ihnen wahrscheinlich auch endlich die Chance, sich von Angela Merkel eben zu lösen und diese Euphorie sei ihnen auch gegönnt. Aber wenn das mal vorbei ist,
Wenn das mal vorbei ist mit der Euphorie, dann würde ich mir auch wünschen, dass wir mal über Politik reden. Und dann wird es nämlich irdisch und vielleicht dann auch konkret. Und dann möchten wir von Herrn Schulz gern wissen, was er konkret unter sozialer Gerechtigkeit versteht. Und da möchte ich wissen, auch in meiner anderen Verwendung als Finanzminister, wie hoch soll denn der Einkommensteuersatz sein, damit kleine und mittlere Einkommen entlastet werden? Wie sieht dann aus das Konzept der SPD zur Vermögenssteuer? Jedes Mal haben sie es wegdiskutiert in den letzten Jahren. Wie hoch soll das Rentenniveau liegen und wie hoch die armutsfeste Mindestrente? Bleibt es bei den deutschen Waffenexporten oder gibt es dazu zukünftig ein Nein? Bislang gibt es von dem Minister 100% wenig Konkretes. Dazu braucht es aber Antworten, wenn man will, dass es in diesem Land hier gerecht zugeht. Und wie ihr seht, liebe Genossen, das ist mal bei uns. Da gibt es viel zu tun in diesem Land und nicht nur in Brandenburg. Und dafür lohnt es sich auch zu kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Und jetzt noch mal im Seemannsjargon. Egal, ob in der Kombüse, im Motorraum, in der Takelage, im Bundesrat, in der Regierung, im Wahlkampf oder auf der Straße. Unser Herz, liebe Genossinnen und Genossen, schlägt links. Und das sollten Sie auch in diesem Wahlkampf merken. Und dafür würde ich auch werben wollen. Und nun ein paar Worte zum Thema Verwaltungsstrukturreform. Das ist klar, dass man da nicht darüber hinweggeht. Und ich weiß natürlich auch, das ist kein Thema, was irgendein Herz bewegt, kein Herzensthema, übrigens meins auch nicht. Aber manchmal muss man in der Politik auch Unpopuläres machen, weil man der Überzeugung ist, dass es am Ende für das Gemeinwesen besser ist. Und es gibt ein Zitat von Moyer, das sagt, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern für das, was wir nicht tun. Das ist im Zusammenhang natürlich bemerkenswert, wenn wir uns mal folgende Befunde in diesem Land anschauen. In wenigen Jahren leben in dem Berlin-nahen Raum 45% der Brandenburger Einwohner. 45%. Das heißt also um Falkensee, Oranienburg, Strausberg, KW und so weiter, Blankenfelde-Marlow, Potsdam und so fort, Werder. Und dann 10% auf 10%, beziehungsweise auf 90%, Entschuldigung, 45 auf 10. Und die restlichen 90% auf 55% der Landesfläche. Und nicht nur die zurückgehende Zahl ist unser Problem und die Verteilung, die ich eben nannte, sondern auch die Altersstruktur. Und ich komme aus einer Region, aus dem Westhavelland, liebe Genossinnen und Genossen, da ist in Premnitz jeder zweite 60. Da ist in Rathenow jeder zweite 58. Und Rathenow und Premnitz ist in vielen Regionen überall, auch in der Prignitz, auch in Elbe-Elster, auch in Oberspreewald-Lausitz, auch in der Uckermark findet man eine solche Altersstruktur. Und das treibt, liebe Genossinnen und Genossen, jeden Kämmerer die Schweiß auf die Stirn, denn die Rente, liebe Genossinnen und Genossen, die Rente wird eine der dominierenden Einkommensformen und damit auch die Einnahmequelle für die Kommunen, aus deren sich dann die Kreisumlage speist. Das muss man auch wissen, weil das aus meiner Sicht zu wenig deutlich wird. Das heißt, weniger Geld bedeutet auch weniger Gestaltungsspielraum. Und natürlich gibt es immer Alternativen. Es gibt immer Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die erste wäre, man könnte zum Beispiel die Leistungen einschränken, damit alles noch bezahlbar bleibt. Oder man könnte auf das Prinzip Hoffnung setzen und darauf hoffen, dass der Bund künftig eine andere Steuerpolitik macht und wir endlich über viel Geld verfügen. Oder man könnte natürlich auch nach Lösungen suchen, wie man die Daseinsvorsorge im Bereich der Verwaltung dennoch finanzieren kann. Und wir haben uns im Koalitionsvertrag für den letzteren Weg entschieden. Und das geht nicht ohne Konflikte ab. Aber man ist nicht gewählt worden, um konfliktfrei durchs Leben zu gehen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Stillstand, Nichtstun, keine Lösung ist für dieses Land Brandenburg. Und deshalb bitte ich einfach auch, das zu verstehen. Und mir ist nicht bange vor einer Kampagne, die die Volksinitiative da fährt. Und sollte es auch nicht, und ich hoffe, Sie haben auch einen Plan für Brandenburg, sollte es nicht zu einer Einigung kommen, dann bin ich wirklich dafür, dass am Ende
alle Brandenburgerinnen und Brandenburger entscheiden. Und nicht nur die, die momentan betroffen bzw. jetzt am lautesten sich bemerkbar gemacht haben. Dann bitte alle, und dafür sollten wir dann auch stehen und kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich muss auch etwas sagen, weil mich das auch geärgert hat. Da haben mir auch wirklich die Haare zu Berge gestanden, weil als ich ein paar Fakten auch gehört habe, die man dann auch benutzt hat, um Menschen zum Unterschreiben zu gewinnen. Da wurden Argumente ins Feld geführt, die sind wirklich aus dem Bereich der alternativen Fakten. Da hat man in Brandenburg an der Havel gesagt, die kommunalen Schulen stehen vor dem Aus. Na, selbstverständlich. Wenn Brandenburg eine kreisangehörige Gemeinde ist, kann sie wie jede andere Stadt, wie Rathenow oder Neuruppin, weiterhin ihre weiterführenden Schulen behalten. Das ist wirklich aus dem Reich der Legenden. Oder die Behauptung, das städtische Klinikum würde privatisiert bzw. in kreisliche Trägerschaft übergehen. Nein, es bleibt ein städtisches Klinikum. Oder die Straßenbahnen würden nicht mehr fahren, weil das nicht mehr finanzierbar ist. Liebe Leute, da stehen dann wirklich die Haare zu Berge bei solchen Argumenten. Und liebe Genossinnen und Genossen, wie sagt man so schön, Lautsprecher verstärken zwar die Stimme, nicht aber die Argumente. Damit meine ich nicht, liebe Genossinnen und Genossen, berechtigte Kritik. Die gibt es auch und die müssen wir uns auch stellen. Aber Angstmache und Falschnachrichten, da werde ich mich nicht beteiligen und da werde ich mich auch sehr deutlich äußern. Liebe Genossen, natürlich gehen 130.000 Unterschriften nicht spurlos an einer Koalition vorbei, an uns sowieso nicht. Und daher nun zur berechtigten Kritik an dem vorgelegten Referentenentwurf aus dem Innenministerium. Die erste Schlussfolgerung wird es geben. Kapitän und erster Offizier werden jetzt übernehmen, um eine bessere Navigation zu suchen, um das Thema, das sich wirklich in einer stürmischen See befindet, auch neu zu justieren. Und zweitens, liebe Genossinnen und Genossen, es wird Änderungen geben. Es wird inhaltliche Änderungen geben. Ich, wie andere auch, die im Koalitionsausschuss in der Fraktion Verantwortung tragen, auch im Landesvorstand, werden uns dafür stark machen, dass es nach der Auswertung der Stellungnahmen aus den Landkreisen Veränderungen an der Landkarte und bei den Fragen der Funktionalreform geben wird. Und natürlich verstehe ich, dass man zum Beispiel sich in der Prignitz sorgt, dass man mit der Fusion möglicherweise die Kreisstadt Perleberg verliert. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn Kreistagsabgeordnete aus der Lausitz sagen, bei der Ausdehnung dieses Lausitzkreises ist das Ehrenamt nicht mehr zu schultern. Liebe Genossinnen und Genossen aus den Kreisverbänden Lausitz, OSL und Elbe-Elster, ich möchte mich auch bedanken für eure Initiativen. Eure Kritik ist angekommen und wir werden sie auch aufnehmen. Und wir schauen uns auch nochmal diese Flughafenkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fleming genauer an. Wir werden prüfen, ob diese beiden Landkreise, die zu den wirtschaftlich stärksten Landkreisen dieser Bundesrepublik gehören, ob sie mit einer geringen Einwohnerzahl uns die Gewähr bietet, dass 2030 noch eine Kreisverwaltung auch finanzierbar ist. Das werden wir uns sehr genau anschauen. Deshalb sage ich ganz klar, liebe Genossen und Genossen, für sachliche Diskussionen stehe ich zur Verfügung. Ich habe auch kein Interesse, irgendwelchen Murks zu beschließen. Aber es wird, und das gehört zur Wahrheit, es wird Baustellen geben, die trotzdem bleiben. Und vor allem im ländlichen Raum, in der Uckermark, in Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und in der Prignitz, die brauchen Hilfe und wir werden dort wahrscheinlich um eine Verwaltungsfusion nicht herumkommen. Und wir werden dort noch einmal auch in der Koalition darüber nachdenken, zusätzliche finanzielle Unterstützungen für diese Regionen im Rahmen eines Investitionsfonds, der auch als Nordwestfonds bezeichnet werden kann, für den Nordwesten des Brandenburg, aber auch für die Lausitz auszuloben. Weil ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob es Landkreise gibt, die eine direkte Verbindung zur Hauptstadt direkt haben oder mit einer Lagegunst möglicherweise einen Nachteil haben, der mit zusätzlichen Investitionsmitteln für diese Regionen ausgeglichen werden kann. Liebe Genossinnen und Genossen, auch zum Zusammenschluss von Brandenburg, Frankfurt und Cottbus mit den Umlandlandkreisen, da sehe ich persönlich keine sinnvolle Alternative. Ich sage euch, wenn wir jetzt nicht handeln, droht die finanzielle Lähmung der jetzt kreisfreien Städte. Diese Städte
leiden seit 2004 unter der Verlagerung der Soziallasten vom Bund auf die Kommunen. Das sieht man auch daran, dass sie selbst in wirtschaftlich guten Zeiten es ihnen kaum gelingt, diese Haushalte auszugleichen. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen helfen. Wir wollen, dass die kreisfreien Städte finanziell in die Lage versetzt werden, ihre kommunale Selbstverwaltung wieder wahrzunehmen. Die haben sie doch schon längst an die Kommunalaufsicht des Innenministeriums abgegeben. Dort entscheiden mittlerweile Beamte mehr als überhaupt noch eine Stadtverordnetenversammlung in diesen Städten. Und liebe Genossinnen und Genossen, das kann nicht so bleiben und deshalb brauchen wir hier auch eine Veränderung. Und weil wir das ändern wollen, haben wir auch erhebliche Zusagen gemacht, indem der Landeshaushalt einen Großteil der Schulden übernimmt, die Theaterorchester zusätzlich finanziert, die Hauptansatzstaffel, die für kreisliche Aufgaben eigentlich da ist, beibehalten wird und dafür sorgt, liebe Genossinnen und Genossen, dafür sorgt, dass die aufnehmenden Landkreise oder Spree, Havelland und der Landkreis, der dann Cottbus aufnehmen muss oder wird, dass die nicht diese Zeche bezahlen. Das heißt, dass die kreisangehörigen Gemeinden nicht das nachher mit der Kreisumlage zu bezahlen haben. Und dafür werde ich alles tun, dass das nicht passiert. Liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, dass uns dieses Reformvorhaben allen im Magen liegt. Man möchte meinen, es macht einen schon fast seekrank. Aber der Doktor empfiehlt den Seereisenden in solchen Fällen sich an Deck zu begeben und den Blick an den Horizont zu richten. Und liebe Genossinnen und Genossen, es geht nicht um das Jahr 2017 und 2018. Es geht um unsere Enkel und unsere Kinder, die ab dem Jahr 2022, 2023 und 2024 dann auch ein soziales Brandenburg erwarten können. Und zwar ein soziales Brandenburg für alle. Letzter Satz zur Verwaltungsstrukturreform. Ich glaube, dann langt es auch. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist eine zurzeit missliche Situation. Wir werden unseren Einfluss in dieser Koalition geltend machen. Das ist unser Job. Und in dem Zusammenhang werbe ich auch für den Vorschlag, diese Reform mit einem Demokratiepaket zu begleiten. Euch liegt ja heute dazu ein Antrag vor. Liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen vor einem spannenden Wahlkampf. Wir haben uns gestern fit gemacht auf dieser Wahlkonferenz. Ein Wahlkampf, der spannend wird. Es gibt auch viele Gründe, dass wir uns auch stark machen. Und zwar stark machen für Brandenburg und für den Bundestagswahlkampf. Ich möchte euch drei persönliche Gründe nennen, warum ich mit aller Kraft diesen Wahlkampf unterstützen werde. Erstens, weil ich eben für den Ruhestand in Würde für alle bin. Und das auch für Angela Merkel. Ich finde, die hat nach 12 Jahren Kanzlerschaft endlich einen gemütlichen Lebensabend verdient. Und wer das auch so sieht, der muss uns wählen. Und da ja heute der RBB da ist, vielleicht auch nochmal für den, der sich nicht immer damit auseinandersetzt, wie die Konstellationen sind. Also, wenn man die CDU wählt, ja, bleibt sie vermutlich im Amt. Wählt man die SPD, kann man sich nicht sicher sein, ob sie doch nachher einer großen Koalition vorsteht. Ja, und wählt man die Grünen, gibt es wahrscheinlich Schwarz-Grün und dann muss die arme Frau länger ran. Also, liebe Leute, nur wer uns wählt, sorgt dafür, dass sie in Würde in den Ruhestand gehen kann. Ja, liebe Genossen, das motiviert mich dann natürlich an dem Infostand auch zu stehen und das zu sagen. Und zweiter Grund für mich, mich da einzubringen, ist natürlich die Steuerpolitik. Das liegt für einen Finanzminister natürlich auf der Hand. Wir könnten uns so viele Haushaltssicherungskonzepte sparen in diesem Land, wenn wir endlich diesen Riesenreichtum besteuern und vor allem zu einer gerechten Besteuerung für alle kommen könnten. Und es ist absurd, es ist wirklich absurd, dass eine alleinerziehende Mutter für Windeln 19% Mehrwertsteuer zu zahlen hat, für die Anschaffung eines Sportpferdes 7%. Und wenn man ein Aktienpaket von 30 Millionen Euro verscherbelt, 30 Millionen Euro, gibt es gar keine Umsatzsteuer. Und liebe Leute, das haben wir der CDU zu verdanken. Auch das ein Grund dafür, dass ich mich in diesen Wahlkampf reinwerfen werde. Und der dritte Grund, alle guten Dinge sind drei,
worum ich mich auf diesen Wahlkampf freue? Ich möchte das betretene Gesicht von Herrn Gauland am 24. September sehen. Wenn er nämlich merkt, dass es ihm genauso wie dem Wilders in den Niederlanden gehen wird. Und liebe Leute, das motiviert mich auch. Zeigen wir es den Nasen von der AfD, zeigen wir es ihnen, dass wir es können, zeigen wir, dass wir diejenigen sind, die soziale Gerechtigkeit nicht nur populistisch für populistische Thesen steht, sondern sie auch umsetzt. Zeigen wir es ihnen, die richtige Alternative, die Politik kommt von links und nicht von rechts außen. Liebe Genossinnen und Genossen, ein engagierter, harter Wahlkampf steht vor uns. Ich bin mir sicher, dass wir auch einen neuen Wahlkampf erleben, einen ganz anderen Wahlkampf. Das hat ja gestern auch Thomas auch schon verdeutlicht. Alternative Fakten, populistische Töne und Debatten, teilweise unter der Gürtellinie, sind zu erwarten, leider. Unsere Aufgabe wird es sein, in diesem Konzert durchzudringen, ohne uns auf dieses Niveau zu begeben. Liebe Genossinnen und Genossen, das schaffen wir, aber nur gemeinsam. Wir müssen diesen Wahlkampf zusammenstehen als ein Team. Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir brauchen Geschlossenheit, wir brauchen Solidarität und wir brauchen auch Vertrauen. Und deshalb habe ich zum Schluss auch heute eine persönliche Bitte. Heute steht ja noch die Wahl der Landesgeschäftsführerin an. Ich habe im vergangenen Jahr in Templin bei dieser Wahl eine Niederlage einstecken müssen. Ja, das war auch eine persönliche Niederlage für mich. Wir mussten im Landesvorstand ein Jahr mit einer provisorischen Lösung arbeiten. Anja Meyer hat in dieser Zeit als Leiterin der Landesgeschäftsstelle viel wegtragen müssen und sie hat es zusammen mit Sebastian Walter und Roland Germann wirklich gut gemacht. Und deshalb möchte ich mich bedanken. Nun kandidiert Anja selbst nachher für das Amt. Sie wird sich ja auch noch vorstellen. Ich möchte euch wirklich bitten, Sie heute mit einem wirklich guten Wahlergebnis für diese schwere Wahlauseinandersetzung, diese Aufgabe, die sie hat, auch auszustatten. Wir brauchen in den kommenden Jahren ein Team und ich würde mich freuen, wenn Anja zu diesem Team gehört. In diesem Sinne wünsche ich uns immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Lasst uns die Segel setzen, der Wahlkampf ruft. Einen schönen Tag heute noch für uns.